So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal wieder was ganz Neues bei mir. Und zwar ein Magazin gibt es ja schon öfters, aber das Minecraft, das offizielle Magazin, das ist die Nummer 5 von 2017 für 5,99 € mit Wandstickern. Ja, ich wollte einfach nur mal wissen, was da drinne steckt, weil es ist zu. Also jetzt praktisch die Nummer 5. Und warum? Das möchte ich wissen und vielleicht einige von euch da draußen auch. Aber wer das Magazin natürlich schon kennt, das Minecraft-Magazin, das ist ja der Hype-Spiel. Weiß ich nicht, ob das immer noch gespielt wird. Ja, ein bisschen glaube ich noch. Aber ich möchte euch jetzt einfach nur das offizielle Magazin von Minecraft vorstellen. Wie gesagt, die Nummer 5 für 5,99 €. Und hier sind sogenannte Wandsticker. Zeige ich euch natürlich gleich mehr. Aber jetzt mal, warum das so dick ist, zu ist und verpackt ist. Ah, das ist nur ein Pappumschlag. Da drinne befindet sich das offizielle Fan-Magazin Minecraft Nummer 5. Dann haben wir hier also Pappbastelteile, wo verschiedene Minecraft-Lebewesen drauf sind. Sagt mir absolut gar nichts. Dann haben wir hier Aufkleber. Die Minecraft-Figuren und natürlich auch die Monster. Das ist richtig groß hier. Ist aber auch ein Aufkleber. Witzig gemacht. Vielleicht werde ich den einen oder den anderen gebrauchen, irgendwo anders für. Aber nichtsdestotrotz. Das ist da drin, die Aufkleber. Harte Pappe, die Spielchips. Zum Ausdrücken. Der Minecraft-Umschlag aus Pappe, das Fan-Magazin und die Wandstickers. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Fan-Magazin an, das offizielle, was da so drin steckt. Das wird ja wohl absolut nur was für Minecraft-Fans sein und ich bin es wirklich nicht. Ihr dürft mir nicht böse sein, ich habe das Spiel noch nie gespielt, obwohl es so ein langer Hype darauf schon gibt. Aber wie gesagt, hier könnt ihr und hier sollt ihr alles über das Minecraft-Spiel, die Magazine und alles schreiben, kommentieren. Ganz wie ihr es sehen wollt. Aber wer das Magazin kennt oder das Spiel kennt, weiß natürlich die eine oder andere Seite zu schätzen, was damit gemeint ist. Jetzt kommen wir zu einem Comic. Blätter mal ein bisschen schneller und weiter rum. Hier sind immer so wieder so Bauteile, wo was ist, wo was hingehört. Keine Ahnung. Könnte man ja vielleicht mit Lego nachbauen. Codes. Da haben wir noch drin. Wie ihr seht, weitere Bauanleitung, wie was gebaut ist. Wie gesagt, und wer sich damit auskennt, was das alles soll, auf jeden Fall schreiben, kommentieren, posten, ganz wie ihr es sehen wollt. Dann war es das. Das offizielle Fan-Magazin hat 58 Seiten. Ein Pappumschlag.
So Pappchips zum Ausbrechen. Und natürlich die Aufkleber. Aber jetzt kommen wir zu den Wandstickern. Die schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal an. Zwei kleine Rollen. Na, muss ich doch mal die Schere holen. Erste Wandsticker. Ah, ist der große grüne. Ach, das sind dieselben Sticker, die in klein nochmal in groß als Wandsticker. Auch nicht schlecht. Wer es braucht natürlich. Ja, ich sehe gerade, es sind absolut dieselben. Bloß eben in größer. Das sind also die Wandsticker. Dasselbe nochmal in kleine Stickers. Ne, der schwarze fehlt. Der lange schwarze. Aber sonst. Na doch, der Hund ist da. Also das ist die Sticker-Kollektion, die dabei ist. Einmal als Wand, einmal als Heft oder irgendwo hinzusticken. Bastel, Magazin. Ich wollte jetzt einfach nur wissen, was in so ein Pappding drin ist. Jetzt weiß ich's. Wenn euch das gefallen hat, dass ich Minecraft-Magazin geöffnet habe, schreibt es mir auch in die Kommentare. Dann werde ich vielleicht mir den nächsten Monat, wenn das nächste rauskommt, auch gönnen und auch euch präsentieren. Ansonsten war es das mal wieder und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.